Bürgermeister Gerhard Fraumberger nimmt im folgenden Interview Stellung zur unerwarteten und aus seiner Sicht ungerechtfertigten heftigen Schelte von Landesrätin Petra Boroslaw. Ein heftiges Kritikunwetter ließ kürzlich die VP-Landesrätin Petra Boroslaw völlig überraschend über Bürgermeister Gerhard Fraumberger niedergehen, wegen angeblicher Untätigkeit in der Causa Multiversum und Werner Schlager Academy. Sie monierte darin vor allem einen fehlenden Businessplan. Bürgermeister Fraumberger konterte, dass die nötigen Unterlagen bereits im Dezember dem Land Niederösterreich übergeben worden seien. Dass die Landesrätin jetzt, nach 8 Monaten, den Bürgermeister derart unüblich scharf angehe, sei scheinheilig, merkte Fraumberger dazu an. Er wies die Vorwürfe im folgenden Interview in aller Deutlichkeit zurück. Ich denke, dass wir hier seit 25. November 2013 sehr gute Arbeit leisten. Denn seit diesem Zeitpunkt haben wir gemeinsam mit dem Land Niederösterreich nach Möglichkeiten gesucht, wie wir das Multiversum nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nach den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit und der Sparsamkeit hier unsere Veranstaltungshalle hier weiterführen können. Und es war gut genug, dass wir hier Unterlagen in reichlicher Form geliefert haben, dass die niederösterreichische Aufsichtsbehörde des Landes Niederösterreichs eben hier die Zusage erteilt hat und wir in zweistelliger Millionenhöhe hier eine Umschuldung vorgenommen haben. Des Weiteren war es auch so, dass ich versprochen habe, es gibt im Multiversum einen Neustart. Dazu ein Neustart gehört natürlich auch ein neuer Geschäftsführer, frischer Wind, den wir hier brauchen. Und auch das wurde realisiert. Der neue Geschäftsführer, Magister Simerski, hat seinen Dienst mit 2. Mai angetreten. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, wir brauchen Kontrolle. Das habe ich versprochen und auch eingehalten. Mit 2. Juli hat der Kontrollausschuss seine Arbeit aufgenommen. Es gab jetzt 2 Sitzungen vom Kontrollausschuss und jetzt geht man dran, alle beteiligten Gesellschaften zu prüfen, einen Kassasturz vorzunehmen und aber auch zeitgleich Werner Schlager Akademie, die auch untergebracht sind im Multiversum, eigene Gesellschaft darstellen, auch hier einen Kooperationsvertrag, Vereinbarung zu schnüren mit Werner Schlager Tischtennis Akademie, wo wir sicherstellen wollen, dass einerseits von der Vergangenheitsbewältigung wir immer wieder auf Dinge stoßen, dass die Vergangenheit abgearbeitet ist, aber dass auch in die Zukunft geschaut wird und dass auch die Zukunft gesichert ist. Dass unsere Kinder und Jugendlichen hier im Multiversumsbereich, in der Werner Schlager Tischtennisakademie auch wieder Platz greifen und hier auch Trainingsmöglichkeiten vorfinden. Das ist uns wichtig, da arbeiten wir sehr penibel, genau und sicher. Und eines, das uns natürlich fehlt, ist, seit Jänner warten wir auf die letzte Förderrate des Landes Niederösterreichs und ich hoffe, dass die auch bald eintreffen wird. Es gibt ja fixe Zusagen von Seiten des Landes um diese Förderung, die ist bis jetzt ausgeblieben. Will sich die Sportlandesrätin da verdrücken? Warum, glauben Sie, hat sie jetzt dieses Interview gegeben, wo sie also Dinge fordert, die längst eingehalten wurden? Ja, ich glaube, dass hier der Sommer und wir befinden uns jetzt knapp Ende Juli, Anfang August, dass der Sommer hier weiß nicht was bewirkt hat. Aber ich glaube, und ich habe das auch in einem persönlichen Telefonat mit der Frau Landesrätin schon abgeklärt, dass wir hier penibel genau arbeiten, dass wir hier keine Hüftschüsse produzieren, denn Hüftschüsse tun nicht gut. Ja? Da hat man immer meistens dann was übersehen. Ja? Deshalb penibel genau, Kontrolle und dann die weiteren Schritte. Und ich bin mir sicher, dass wir hier die Frau Landesrätin und das Land Niederösterreich von unserer Arbeit überzeugen können und dass demnächst auch die letzte Förderrate kommt. Mittlerweile hat sich das Gewitter bereits verzogen.
Nach einem klärenden Telefongespräch von Bürgermeister Fraunberger mit Landesrätin Bohuslav herrscht wieder Normalwetter.